Dann brauchen wir auch einen Fan, ne? Fan behind flowing water. In the side case. Oh nee! Jetzt geht er down the rabbit hole! Oh. Okay, kann ich auch manuell machen. Alles gut. Kriegt ja schon einen Mental Breakdown. ja. Wie heißt denn die Maschine? Encased Fan, okay. Das ist alles, was ich wissen wollte. Dann brauchen wir ein Loggi und eine Axe. Brauchen wir noch Sticks? Eisen, warum nicht? Haben wir ja genug. So. Ja, lass mal nur mal schnell Crate machen. Es wird nur ein Gerät sein, ich schwöre. So. Was Casing? Es wird voll schnell gehen, ey. Ich schwör. So, so. So, Cased Fan. So, machen wir hier. Okay. Wir brauchen Platz. Wo habe ich das Waterbeam nicht gemacht? Nee, nicht Doppelpunkt. Doppelklickt man nicht. Waterwheel. So. Nee. Nee. Beginnt schon wieder. Ich glaube, am einfachsten war es, indem man so macht. So platziert. Und so dran setzt, genau. So, jetzt brauchen wir noch Water Buckets. Aber ein. Ich werde eigentlich, glaube ich, noch ein zweites dran setzen. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, wie stark eins ist. So, jetzt brauchen wir halt nur Wasser aus quasi einer Ecke. Aber nur Wasser. End. Kriegt das raus, keine Sorge. Da ist es. Use it to generate torque. Genau. Jetzt einmal so machen. Können jetzt das Ganze tatsächlich ein bisschen beschleunigen noch. Oder war das andersrum? Das erst das kleine und dann das große für mehr Speed? Okay, das macht's langsamer. Immer groß. Da war das so. Ups.
Wir haben es ja schon gekriegt. Das Achievement, deswegen. So, jetzt müssen wir halt. Ich dachte, ich habe eine Gearbox gemacht. Was macht der denn hier? Ja, nun ist der Kackbund die ganze Zeit sich rumärgert damit. Keine Gearbox gemacht? Nee. So, weil ich das nicht hatte. Log. Machen wir am besten 3. Also wir brauchen noch. Oh. Okay. Gearbox ist einfach. Oh. Okay, mit einer Gearbox können wir jetzt nämlich einfach sagen, dann müssen wir ihn drauf. Drehen ihn. Dann haben wir quasi inline mit dem hier. Müssen es halt nur noch wieder runterkriegen. Ein. Lass uns mich kurz überlegen. Ja, wir machen einen so. Ah, wir brauchen noch eine. Wir brauchen noch eine. Ich wusste es. So. Ja, aber jetzt können wir quasi. Ja, ich meine, warum wollte ich nicht? Und noch eine da dran setzen. Ihn nochmal drehen, dass er auch nach unten zeigt. Ihn drehen, dass er so zeigt. Und ist er schon Fan dran? Hier sehen wir jetzt das Problem in der Tatsache, dass er zuckt. Wir kriegen ihn nochmal umgedreht. Muss ich einfach. Ich glaube, es ist ein einfacher Fix. Ich muss einfach das machen, dass sich das Rad in eine andere Richtung dreht. Ja! Es gibt eine Maschine für, die das ändert. Aber. Wir brauchen Slabs. Lab. So. Mit dem Ding kann man halt Bulk Washing und Smelting machen. Und was das quasi beinhaltet ist, man setzt vor den Fan entweder Wasser oder Lava. Man kann auch Feuer setzen für Smelting oder fürs Cooking. Ne? Aber so machen wir jetzt Washing. Und wenn wir jetzt das Concrete Powder da hinschmeißen, macht er da halt langsam aber sicher White Concrete raus. Nochmal so zumachen. Genau, je schneller er sich dreht, voll cool. Je schneller er sich dreht, umso schneller ist er auch, logischerweise. Aber das müssen wir jetzt wirklich nicht machen. Wir können jetzt auch so ein Soulfire, dieses blaue Lagerfeuer da hinsetzen. Und das macht dann direkt, das macht dann dieses Soul Blasting, oder wie es heißt. Aber das hier ist auf jeden Fall um einiges effektiver
als den ganzen Mist per Hand hochzubauen und abzubauen. Regenbogen. Also, kurz schauen. Encased Fan. Brook Haunting. Genau, damit kann man halt Sachen verändern. Gibt es irgendwas Interessantes, was man damit machen kann? Oh, das ist cool. Ah, stimmt. Den Prismarine Shards später für uns. Also es ist nicht so schlimm, dass ich das jetzt schon gebaut habe. Das ist übrigens eine der einfachsten Konstrukten, die man machen kann. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und ich glaube auch nicht, dass das optimal ist, was ich da gemacht habe, aber... Interessiert mich jetzt nicht wirklich. Entschuldigung für alle Leute, die Create mögen, aber ich mag es halt absolut nicht. Denn früher oder später werden wir wahrscheinlich auch noch einen Cobblestone-Generator mit denen machen können. Aber nicht jetzt. Da gehe ich dann doch lieber in eine Mine und ne, schlag einmal für 10 Minuten oder so auf Cobblestone ein. Ich bin woanders jetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dann 7, 7 Tür. Oder 16. Nämlich 6 und 6, Doppeltür. Ne, 7 und 7, dann Doppeltür. Mal kurz schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, Doppeltür. So. Was groß genug? Fragt er sich. Ja. Und das sollte groß genug sein. Und ja, ich weiß, das Black Concrete hier wird man hinterher nicht sehen. Das ist mir bewusst. Oder sind das jetzt was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Groß genug? Groß genug. Das allerdings auch, dass wir um einiges mehr an White Concrete brauchen werden. Und an Black. Wir den Boot tatsächlich schwarz haben und die Wände halt weiß. So. Small Square. Gibt's auch irgendwie Large Square? Nee. So. Können ja anmachen. Okidoki. Das ist frech. Ja, und sonst so? Also bei mir läuft es eigentlich ganz gut soweit. Ich habe meinen ersten telefonischen Termin vom Jobcenter bekommen. Ich musste tatsächlich dreimal lesen, dass der Telefontermin dran stand. Und jetzt saß ich immer noch da und dachte mir so, what? Wollen wir der Rest der E-Mail... Na, war halt ein bisschen... So, ja, seien Sie, ne, gehen Sie auf Nummer sicher, dass Sie
ihre Zugangs-, also ne, ihre Dokumente alle da haben und ne, bei Eintritt wird es von ihnen verlangt. Ich sitze halt da und denke mir so, hä? Aber da steht Telefontermin. Ja, ich habe meinen ersten Telefontermin. Krass, oder? Hatte ich selbst in Thüringen nie Telefontermin. Achso, und es war irgendwie. Der Termin heißt irgendwie Vermittlungstermin oder irgendwie sowas. Was ich komisch finde. Weil ich bin in einem Projekt drin. Ist ja echt kein Bilderswort oder sowas? Wollen die das? Mal einen so einen bauen. Soll auf jeden Fall einfacher gehen hier alles. Diamond Wand? Und in Infinity Wand. Ja. Oh, ist das ein Oldschool? Ah. Ist einfach der Oldschool. Geil, oh. Schon leer. Yikes. Vielleicht sollten wir den Eingang auch ein bisschen krasser machen. Schauen wir mal, was ich für Optionen habe. Also auf jeden Fall will ich höher. Ja, es soll halt auch schon nach Rich stinken, so. Natürlich auch mit Fenstern und alles. Black Dye ist natürlich ein bisschen ätzender. Aber dafür Charcoal brauchen tatsächlich. Oh, schwarze Schaf. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Das wird einen Moment dauern. Ich will nämlich auch noch schauen, dass ich direkt Fenster und sowas reinmache. Ja, zwei. Zwei. Nur so ein riesiges Fenster? Ne, ist ein bisschen zu groß, oder? Machen wir hier nochmal ein und die Säulen will ich halt auch aus Black Concrete haben. Ich will quasi, dass Black Concrete so hoch geht und dann hier oben quasi mit abschließt. Dass das quasi die erste Ebene ist, in Anführungszeichen. Ich denke mal, das ist keine schlechte Idee. Boink. So, na, so quasi. So, ich glaube, ist trotzdem ein bisschen groß. Machen es mal so, ne? Eins, zwei. Ja, warum nicht? Das sieht doch, das sieht besser aus. So. Eins, zwei. Damit kann ich leben, auf jeden Fall. Ziehen wir das einmal komplett so rum? Hinten nicht. Aber hinten habe ich vielleicht was anderes geplant. Huhuhu. Mein Brain strömt vor Kreativität gerade. Machen wir es hier? Natürlich die Frage, ne? Wie viel sind hier frei?
1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ja, nochmal 2. 1, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Zähl 1, 2, 3, 4, 5. Nein, wir können ja ruhig dann zumachen. Ja, die erste Ebene möchte ich quasi so ein. Wie soll ich es beschreiben? So ein bisschen pompös aussehen lassen? Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, halt mehr so. Willkommen, na, hier. Einmal nach oben, dort findet ihr dann den Wohnbereich und so einen ganzen Spaß. So in etwa will ich das haben, ja. Topless. Ja, was ist hier aus dem über den Bäumen gemacht wurde. Hey, das war ich. Okay. Ja, ruhig mal erstmal, ne, einmal rüberziehen hier. Ja, man schneller fliegt, als man bauen kann. So. Na, hier für die Wand habe ich was. Für die Rückseite habe ich was anderes geplant. Aber hier können wir auch ruhig. So, in zwei. Also 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier und so. Na, das hier soll der Grundriss sein. Immer ist gut erkennlich. Oh, wie sehr modern das jetzt aussieht, kann ich schlecht sagen. Aber es sieht nach etwas aus. Zwar nach einem schwarzen Gerüst. Damit. Und beiden wieder mehr, ne? Zusätzlich möchte ich die gerne mal in den Cutter hier reinsetzen. Einfach mal um zu sehen, was ich so für Optionen habe mit den Timber Frames. Pillars. Voxel Wide, Square Wide. Binden die sich denn? Ei, Dios mio, ist das geil. Okay. Mein Brain explodet mit noch viel mehr Ideen. Ja. Moment, wir müssen mal ganz kurz sagen. Hey Brudi.
Kannst du hier mal aufwerten? Null? Also ich könnte einen holen. Wäre noch welche um. Sind die einzigen? Was sagen denn eure Stats? 30 Bücher. Oh. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Du? Okay. Für gebratene Kartoffeln? Ist jetzt ein bisschen frech. Hab ich echt nur ein Stack gebraten gehabt? Frech halt. Und heißt sie genauso wie mein Bauarbeiter, ne? Mit dem Nachnamen. So. Sie wohnt jetzt hier drin oder homeless? Hey. Sie dann auch direkt hier, ja. Ist gut, dann wird sie jetzt aber gleich eine Schere wollen. Also, ihr sollt mal noch einstellen. Feeding an. Ja, du wirst eine Schere wollen, ich weiß. Noch Leads dabei, ja. Soll ich mal kurz dich noch holen? So, schwarze Schafin. Kommen wir gleich. Oh, das ist noch ein weißes. Geben wir nämlich mehr Wolle rein auch. Ich habe ja mehr Schafe. Nee. Ja, eins ist drin. Zweites drin. Oh. Ah ne, hatte ich schon. Uff. Ach, sagen wir. Uiuiui. Where's the courier? End. Stick. Stone. Sind wahrscheinlich nicht viele benutzen wird. Weil das glaube ich nur mache, wenn sie wenn sie
Ipan oder nicht?